Ich muss es nochmal wiederholen, es ist schon gesagt worden, weil wenn hier von der Fraktionsvorsitzenden der SPD ein Mitglied gerechtfertigt wird, damit, dass er sich entschuldigt hat für eine Äußerung, dann müssen wir nochmal die anderen Äußerungen von ihm hier einbringen. Und das finde ich noch um einige Grade schlimmer. Wir haben die Schnauze voll von Cancel Culture, Vogue, von dem Scheißzündern und der Political Correctness. Das ist AfD-Sprech. Das sollte nicht eine Position sein, die möglich ist in einer demokratischen Partei. In welchem Land leben wir denn eigentlich, wo Menschen, die hierher kommen, weil sie auf der Flucht sind, sich dann hier nur so benehmen, wie sie sich zu Hause nicht trauen würden und so weiter? Da sind zu 90% keine hochdeutsch sprechenden, gebildeten Menschen. Also sag mal, wir leben im Jahre 2023 und so ein Dreck darf in einer demokratischen Partei geäußert werden und von dir auch noch gerechtfertigt werden. Tut mir leid, Ursula. Da ist eine Grenze. Das hat mit Demokratie nichts zu tun. Aber mehr will ich jetzt zu diesem Herrn nicht sagen. Was mir viel, viel wichtiger ist, Jutta Ditfurth hat ja betont, dass ein Teil der Stadtgesellschaft, wenn wir mal über die Stadt jetzt reden, nicht vertreten ist bei diesem Preis. Und ich möchte dazu etwas kurz vorlesen. Und zwar, ich werde erst zum Schluss sagen, von wem das ist. Georg Werth war ein bemerkenswerter Mann, den kannten ja hier in Frankfurt nicht alle. Ein Kaufmann, Schriftsteller und Politiker. Ein früher Streiter für Freiheit und Gerechtigkeit. Ein Revolutionär und ein Weltreisender. Zitat, er muss hinausgegangen sein, hätte ich 7 Meilenstiefel, da wüsste ich, was ich täte. Georg Werth hat diese Zeilen an seine Mutter geschrieben. Besonders geprägt haben ihn seine Jahre in den englischen Industriezentren. Während der Revolution 48 unterstützte er Karl Marx bei der Herausgabe der Neuen Rheinischen Zeitung. Er schrieb für das Demokratische Blatt und für ein demokratisches Deutschland. Und er trat ein für diejenigen, die arm sind, die ausgestoßen sind, die am Rande stehen. Dazu hat er auch ein berühmtes Gedicht gemacht, jetzt weiß ich den Namen gerade nicht, mit Hunger fängt es an, Hungerlied. Und diese Lobpreisung auf Georg Werth kommt aus der SPD, ist eine Rede beim Festakt zum 200. Geburtstag von Georg Werth vom Bundespräsidenten, der bekanntermaßen aus der SPD kommt. Ich finde, dass dieser Bundespräsident sehr viel besser Bescheid weiß über die 48er-Zeiten, wie das, was hier so zusammen klabautert wird von Seiten der Koalition. Der Teil, die wirklich eine Demokratie wollten, die vielleicht auch noch weitergehen wollten, aber das ist eine Sache, die spielt hier keine Rolle bei dem Preis. Bei dem Preis wird in einer Logik verfahren, wie es eben in der Paulskirche nur ein bestimmter Flügel war, der Demokratie gar nicht ernst genommen hat, sondern der Demokratie angebunden hat an die Monarchie. Und das muss man mal sehen, was hier jetzt gerade passiert mit dieser Zusammensetzung. Da sind Leute drin, die sind vordemokratisch. Die haben nichts mit einer ordentlichen bürgerlichen Demokratie zu tun, die sich auf Rechtsstaat beruft. Da kann man sich noch streiten, wie weit der Rechtsstaat geht, aber zumindest diese Klarheit, die ist nicht bei allen in der Koalition gegeben, sonst wären einige Leute da nicht reingekommen. Punkt 1, Punkt 2. Es gibt gute wissenschaftliche Expertise und der Bundespräsident hat sich dazu ausgelassen, andere haben sich dazu ausgelassen. Es gibt in der Wissenschaft, in der Kunst, in der Kultur, in der Bewegung, in der wissenschaftlichen Bewegung für arme Menschen in diesem Land, für eine bestimmte Klasse von Menschen, für Proletarier, gibt es Vertreter, die sind alle ausgegrenzt worden, die sind alle weg. Stattdessen kommen hier Herren aus der oberen Ecke, aus dem oberen Zipfel dieser sogenannten Stadtgesellschaft. Das ist erbärmlich. Es geht hier nicht um unsere Position zur Paulskirche, um das nochmal zu sagen. Paulskirchenpreis ist davon abgetrennt. Aber wenn man einen Paulskirchenpreis macht und wenn man einen europäischen,
einen europäischen Demokratiepreis macht, dann muss man doch auch ernst nehmen, die Wiege der Demokratie, wie hier einige sagen, die liegen nicht in Frankfurt, die liegen nicht in Deutschland, die liegen in Frankreich. Da ist die Wiege der Demokratie. Und dann müsste man auch aus diesem unerschöpflichen Reservoir, was wir in Frankreich haben, von Demokratieexperten, wenigstens ein in so einen europäischen Demokratiepreis reinnehmen. Wo ist er denn europäisch? Kein bisschen. Er ist deutsch. Er ist nicht deutsch-national im weitesten Sinne, er ist deutsch-provinzial. Ja, er beschränkt sich im Wesentlichen auf die Provinzposse Frankfurt. Rainer Forst möchte ich davon ausdrücklich ausnehmen. Ich glaube, dass er Kenntnis hat und auch Expertise hat und auch zum demokratietheoretischen Diskurs sehr viel sagen kann. Aber ansonsten, dann gibt es vielleicht noch aus den diversen Lager Leute, die da mitsprechen können, aber ansonsten ist das, einer hat es ja heute schon gesagt, es ist sehr, sehr erbärmlich, dass man nicht in der Lage ist, über sich hinauszugehen. Und der Bundespräsident hat noch eins gesagt, zu meinem Erstaunen. Er hat gesagt, wirkliche Demokratie braucht als Basis die soziale Gleichheit und beruft sich da auch auf Georg Werth. Wir haben hier nicht die soziale Gleichheit, wir haben die Differenzierung, die wir in der Gesellschaft haben. Auf der einen Seite die Mittelschicht, auf der anderen Seite die Oberschicht. Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Die werden immer hier vergessen, die werden immer außen vor gelassen. Nicht mal bei einem europäischen Demokratiepreis finden sie ihren Platz. Ich meine, dass die CDU einem Antrag zustimmt. Wir stimmen auch vielen CDU-Anträgen zu. Das ist für mich nicht das Problem, aber das andere mit der AfD, das ist schon ärgerlich. Aber das ist nun mal bürgerliche Demokratie. Du Schreihals, Pürsün. Willst du nach vorne kommen? Willst du reden? Mach weiter. Aber wir ziehen das ab, ne? Okay. Es gibt keine Doppelmoral. Nein, gibt es nicht, überhaupt nicht. Die Doppelmoral, die gibt es bei denjenigen, die behaupten, dass das Grundgesetz in der Meinungsfreiheit nicht den Antifaschismus drin hat. Diese Partei, die sowas vertritt, wo der Fraktionsvorsitzende nicht mal den Artikel 139 Nein, des Grundgesetzes... Nein, Herr Pürsün. Komme ich zum Ende, oder was? Nein, Herr Pürsün. Ja. Das, was Sie von anderen erwarten und bemängeln, halten Sie sich bitte auch da dran. Danke. Also ich empfehle allen, auch der FDP, Artikel 139 zu lesen. Das verpflichtet diese Demokratie auf Antifaschismus, auf Antisemitismus, auf Antirassismus. Es ist nicht wie in den USA eine Meinungsfreiheit, wo das mit in der geäußerten Meinung erlaubt ist. Das nur noch mal zu eurer Ecke. Ich sage das deshalb, weil all das sind Putzel eines Demokratieverständnisses, wie es dieses Parlament hat, das so auseinanderfällt und die jetzt einen gemeinsamen europäischen Friedenspreis machen und das nicht hinkriegen. Es gibt hier überzeugte Demokraten, es gibt Leute, die die Vielfältigkeit dieser Gesellschaft dort abbilden wollen, aber es gibt andere, denen geht das schon zu weit und das Proletariat, Arbeiter, Arbeitnehmer, wer ist das? Die müssen wir nicht repräsentiert haben. Professoren, die dazu arbeiten, Sozialhistoriker, brauchen wir nicht dafür. Diese Auswahl der Jurymitglieder ist erbärmlich, ist sehr eingeschränkt und entspricht dem Bewusstseinsstand dieses Parlaments. Herr Zierer, Ihre Zeit ist abgelaufen. Danke. Mit der Zusatzzeit.